Nach unserem ersten Praxisbeispiel wenden wir uns nun also dem generellen Vergleich zu REST versus SOAP. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass im Architekturstil REST und SOAP sich eben gerade unterscheiden. REST, dieser ROA-Ansatz, Resource-Oriented Architecture, und dieser generischen Schnittstelle über die Get, Put, Post und Delete-Kommandos des HTTP-Protokolls, während SOAP eben Schnittstellen bzw. nachrichtenorientiert arbeitet. Sie haben es ja gesehen, die formale Schnittstellendefinition über die Whistle und dort auch die Definition der zu versendenden Nachrichten. Jetzt abstrahiert von unserem Beispiel, in welchen Bereichen wendet man konkret REST bzw. SOAP an? Na, REST insbesondere da, wo man synchrone, datenorientierte, kurzlaufende Services hat, also beispielsweise eine kurze Abfrage, die Ihnen Daten liefert oder wo Sie etwas manipulieren möchten, während sich SOAP auch eignet für langlaufende, prozessorientierte Services und insbesondere auch für asynchrone Kommunikation. REST-Aufrufe sind grundsätzlich zustandslos, während bei SOAP-Aufrufen es wesentlich leichter möglich ist, auch einen Zustand zu implementieren. Klar, beide Web-Services bieten grundsätzlich beide Ansätze lose Kopplung, Interoperabilität und Plattformunabhängigkeit. An der Stelle unterscheidet sich es also nicht wesentlich. Wenn Sie nur das im Auge haben, können Sie beide Ansätze verfolgen. Was die Schnittstellendefinition angeht, habe ich schon hervorgehoben, das ist bei SOAP eine Stärke, dass man hier eben eine weitgehende formale Abdeckung hat über die WS-Stern-Standards, von denen wir uns ja gleich noch einige weitere anschauen werden. Während Sie bei REST nur die Nachrichtenformate über XSDs und Waddles standardisiert haben, die Operationen hingegen generisch ausfallen über die oben genannten HTTP-Kommandos und Sie weitergehende Dinge, gerade auch nicht funktionale Dinge, nur sehr schwer greifen können. Was die Verfügbarkeit angeht, a. von Laufzeitumgebungen und b. von Entwicklerwerkzeugen, ist der Unterschied am Ende nicht nennenswert. Die ist bei beiden jeweils gut. Allerdings bei REST eben deshalb gerade gut, weil sie einfach nur einen Webserver benötigen und weil sie eigentlich keine speziellen Entwicklerwerkzeuge benötigen. Sie können das mit fast allem an Werkzeugen treiben, die es ihnen ermöglichen, Code und HTTP-Dateien zu editieren. Grundsätzlich ist es natürlich trotzdem von Vorteil, so wie wir es hier auch in Beispielen sehen, Eclipse einzusetzen, auch für REST-Entwicklung. Bei SOAP sieht es eben so aus, dass Sie Laufzeitumgebungen verfügbar haben, sowohl namhafter Hersteller als auch eben Open-Source-Angebote. Grundsätzlich reicht auch dafür zunächst einmal ein Webserver aus. Bei den Entwicklerwerkzeugen sind Sie schon wesentlich im Vorteil, wenn Sie hier spezielle einsetzen, wie zum Beispiel die Werkzeuge von Eclipse bzw. aus JAX-WS oder Axis. Soweit der Vergleich des Ansatzes. Wenn wir jetzt kurz auf die Technik, die hinter dem Ansatz steckt, schauen, dann sehen wir, dass die Nachrichtenrepräsentation eben in REST über ganz verschiedene Formate erfolgen kann. Einmal einfach als Plaintext oder auch als HTML, XML oder im JSON, JavaScript Object Notation Format oder auch binär. Das ist nicht klar geregelt bei REST. Denn Sie können ja dann in der Payload, in der Nutzlast dieser HTTP-Nachricht alles transportieren, was Sie wünschen. Bei SOAP hingegen ist klar, dass wir nur über XML-basierte Formate reden. Grundsätzlich dort auch binäre Attachments natürlich unterbringen können, wenn wir zusätzlich binäre Daten wie Bilder oder Ähnliches transportieren müssen. Im Bereich der Nachrichtenprotokolle ist REST komplett festgelegt, dass sie eben HTTP einsetzen. Bei den Nachrichten ist es auch so, dass SOAP natürlich SOAP-Nachrichten erwartet, wie sie standardisiert sind, das haben Sie ja eben gesehen. Während bei den Transportprotokollen dann REST komplett auf HTTP festgelegt ist, eben aufgrund dieses vereinfachten Ansatzes, während SOAP Ihnen erlaubt, auch Nachrichten über SMTP, also über E-Mail oder Java Message Service oder zu transportieren. Die asynchrone Kommunikation ist bei REST, das habe ich eben schon angedeutet, nur über Umwege möglich. Sie könnten natürlich hergehen und bauen sich einen Atom-Feed irgendwo ein, den Sie dann wieder auswerten. Aber das ist nicht die ursprüngliche Idee hinter REST.
Im Grundsatz gibt es keine Unterstützung auch für Transaktionen und sichere Zustellung. Sie können natürlich Get, Put und Delete idempotent gestalten, sodass es also mehrfach ausgeführt werden kann und Sie das sicher erkennen. Das ist ja grundsätzlich eine Forderung, dass man gerade zustandslose Dienste so gestalten sollte, dass diese Operationen idempotent sind. Bei Post gibt es eine Erweiterung, die sich Post Once Exactly nennt. Darüber können Sie es absichern. Das ist aber nicht ganz leicht. Und verteilte Transaktionen könnten Sie implementieren, indem Sie als Transaktionsmanager agierende Ressourcen nutzen. Also diese Ressourcen, die Sie über REST zugreifen können, dort eine speziell verwenden, die Ihnen das absichert. Während Sie auf der SOAP-Seite eben natürlich Standards haben, um entweder asynchron zu kommunizieren, schon über das Transportprotokoll JMS oder auch über Web Service Notification, also einen WS-Stern-Standard, der Ihnen das bietet. Und bei Transaktionen sieht es genauso aus. Dort haben Sie entweder den WS Reliable Messaging Standard, den Sie eben in der Übersicht auch schon gesehen haben, oder WS Transaction. Da gibt es ein ganzes Framework, das Ihnen da Möglichkeiten bietet, Transaktionen über diese Standardfamilie durchzuführen. Routing von HTTP-Anfragen ist natürlich grundsätzlich möglich, schon über die generischen Mechanismen, während Sie bei SOAP nochmal zusätzlich über WS Addressing, was wir uns gleich anschauen, weitere Dinge hinterlegen können. Operationsabhängigen Zugriffsschutz können Sie einfach implementieren, hier auch wieder über die Basistechnik, also über den Webserver oder über eine Firewall, während Sie bei SOAP die Möglichkeit haben, zusätzlich per WS Security fein zu steuern, wie der Zugriffsschutz für einzelne Operationen ausfällt. Caching ist bei REST natürlich sehr einfach, denn Sie können genau die Mechanismen nutzen, die Sie in HTTP-Requests schon finden, also eine Time-to-Live und ähnliches, die Sie buchhalten und wonach Sie erst die Ressource wieder anfragen. Bei SOAP hingegen ist es deutlich schwieriger, Caching zu implementieren. Soweit der Vergleich dieser beiden Ansätze von Ansatz und Technik her. Sie sehen also, es gibt hier nicht den einen besseren, sondern Sie müssen jeweils anwendungsfallspezifisch abwägen, welcher Ihnen am meisten nützt.